Im Sinne des alten Fabricius und König Numa geschah es auch, dass er den Knaben die alten Salia-Lieder auswendig lernen ließ, fromme Liturgietexte, die so veraltet waren, dass kein Sterblicher in Rom ihren Wortlaut mehr verstand. Hadrian hatte diesen Antonin gezwungen, nicht nur den jungen Mark Aurel als Sohn zu adoptieren, sondern auch einen zweiten jungen Mann, den er begünstigte, den Lucius Verus. Der bedächtige Antoninus erkannte jedoch, dass nur Mark Aurel, nicht Lucius Verus, den in ihn gesetzten Hoffnungen wirklich entsprach, und als er im Jahr 161, 75-jährig, ein für einen Kaiser selten hohes Alter friedlich dahinstarb, bestimmte er nur Mark Aurel zu seinem Nachfolger. Beide, Antoninus Pius und Mark Aurel, hatten zusammen im selben Palast im Tiberiushaus auf dem Palatin gewohnt. Die Regierung ging da also, als Mark Aurel Kaiser wurde, nur von einer Stube in die andere über. Dafür war eine Figur der Göttin Fortuna das Symbol. Diese goldene Puppe wurde in Mark Aurels Zimmer hinübergetragen. Es war das goldene Schicksal, Kaiser Roms zu sein. Kaum aber war das geschehen, als Mark Aurel den Lucius Verus zu sich rief und ihn zu seinem ebenbürtigen Mitregenten machte. Ein Akt des Vertrauens. Das war offenbar schon Hadrians Idee gewesen. Das Reich war für einen einzigen tatsächlich zu groß. Man denke sich, einen Weltteil vom Umfang Europas soll ein einziger Mann von seinem Palast aus regieren.